Also, wir sind jetzt hier gerade nicht beim Feldtreffen, aber ich habe trotzdem Digga, bitte zeig das kurz. Bitte, nein, du musst das kurz zeigen. Doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand. Doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Mein Name ist Niklas Wilson Sommer. Ich begrüße euch zu einem neuen YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Wo ich bin, in Berlin. Was ich mache, heute trifft sich Pep Guardiola und Jose Mourinho und supporten Prime Sydney bzw. Prime Delay Sports gegen Tasmania Berlin. Ehrliches Feedback, 1 bis 10, wie ist meine Brille? Also ich bin der festen Überzeugung, dass es eine 10 von 10 ist. Nö. Befinde mich immer noch im Kampf. Alle mit VitaWelt, mit dem mache ich ein Foto, Jungs. Ja, VitaWelt. Also, wir sind hier gerade angekommen, da ist der Präsi, ne? Präsident, ich gucke mir das Ganze hier an. Also, du hättest es mal vorhin sehen müssen, ne? Ja, ich habe es auf deinem Insta gesehen. Digga, das ging bis ganz rechts. Das sind 3000 Zuschauer ungefähr. Zeig mal jetzt deine Macht. Ja, einfach durchlaufen, ne? 3000 Zuschauer. Ungefähr, das sind vielleicht sogar mittlerweile 4. Wo kann ich meine Tasche abstellen, Eli? Oben. Bist du dir mal bewusst, dass du es hinbekommen hast? Richtig, ja, bist du dir mal bewusst, dass du es hinbekommen hast, einen eigenen Verein zu gründen? Ja, also, Digga, die kommen welche aus Italien. Ich weiß. Italien. Sind da! Ich bin jetzt zum ersten Mal hier. Delay Sports. Ihr werdet in dem Vlog immer so nur Teile sehen. Also das Ganze gibt's auf Eli seinen Kanal. Guck ihn dir mal an. Ey, ich kann den nicht mehr so ernst nehmen, ne? Gib mal Feuer, wenn er gut schießt. Matchday, Freunde. Freunde, hier habe ich abgezogen, aber den Ball nicht gut getroffen. Trotzdem, wer nicht schießt, kann keine Tore machen. Ja, Bruder, du kannst doch nicht einfach. Sorry. Sydney, ey, guter Schuss. Ja, doch. Falschgelder, Micha verletzt. Willkommen. Trikot, ich hab's dabei. Ey Jungs, wir machen Bilder. Also ich bin jetzt am Platz und ihr wisst nicht, wie oft ich Blü höre. Blü! Hier ist Eli. Einmal den Weg frei machen, bitte. Ja, super. Eli, gib schnell ein Ergebnis. 4-1, 4-1, 5-1. Wenn sie dann irgendwann reinkommen, sollen weiter Feuer geben und jetzt zum Anfang die erste Elf anfeuern von außen. Wir müssen als Team auftreten. Ja, und wenn wir das machen, können wir hier auch lange die Null halten, dann können wir lange das Ergebnis gut halten und dann können wir hier alles andere als zweistellig ist für die eine Niederlage. Nicht so viel vom Strafraum querlaufen, ja. Probieren, dass die Lücke das. Wenn wir wirklich, wir werden wenig Zeit haben in Strafraumnähe, wenn wir den Ball in Strafraumnähe bekommen, raufhauen. Hör mal das Ding rauf. Ihr habt vor, jetzt beim Warmmachen über den Zaun geschossen, das heißt, im Spiel gehen die Dinger rein. Traut euch das zu, Jungs, wirklich. Es ist soweit. Wir Matchday, Freunde! Die machst du nicht. Los! Hey! Laut machen! Klatschen! Klatsch nicht meinen Namen! Digga, gut bis jetzt. Weißt du, was gut gemacht wurde? Die Anfangsphase wurde überlebt. Wichtigste. Wie leid du. Sehr gut. Taktikbesprechung mit Andi und dem Präsi. Ruf einen her. Ich weiß, ich mach weiter. Mach weiter. War gegen mein Lauf. Sidi, hol ihn dir, Junge, komm. Aber jetzt geht's. Komm aus der Abseits. Bitte spiel mit ihnen, bitte. Und jetzt Sid in die Boxbesetzung. Ja, Dirk, schwer. Guter Ball. Han! Ruhig
bleiben, Jungs. Sieht gut aus. Hat er gut gemacht? Sieht sehr gut aus. Gute erste Halbzeit, Einzel hinten gelegen. Kannst du, wenn du abdrückst, ist er vielleicht, ne? Ja. Wieler genauso. Wo ist er? Da hinten. Was ist denn der Elmer? Was hält er? Ich hab Bildern gesehen. 50-50 hätte ich jetzt gesagt. Dir, gute erste Halbzeit, mein Junge. Matchday, Freunde! Matchday! Also, gerade ist das 2-0 gefallen, aber ich sag euch offen und ehrlich, es ist ein brutales Spiel von Delay Sports. Der nächste Punkt ist, man merkt, die Körner sind langsam weg. Alle laufen auf ein bisschen Halbgas. Und wir erste haben auch, Halbzeit, erste ja. Halbzeit war so wirklich, wir haben dagegen gehalten, zweite Total. Halbzeit, wir stehen gut. Also ihr werdet es auch im Video sehen, ich glaube, man bekommt den Eindruck, dass man Tore hätte machen können und dass man sich sehr gut gewehrt hat. Wirklich, großes Kompliment auch mal vom Sommer. Ich habe die ersten Spiele gesehen, Dino. Heute, Hut ab, wirklich. Heute Hut ab, Ernst. Fürs Team und als Spieler brutal gekickt und diesen Freistoß. Geiler Abschluss. So dumm, dass du die erste Halbzeit nicht genommen hast. Also Bilo, rufen, wo du gerufen hast. Ja, Bilo, gutes, super Spiel fürs Team und selber. Gib mir mal ein Fazit. Wir haben uns sehr gut verkauft, muss ich sagen. Also plus eins. Spielerisch. Oh, Dennis ist schießen. Ja, die haben uns zugestellt, deswegen mussten wir mal lang spielen. Bisschen scheiße für mich. Aber weil City, nur hohe Bälle bekommen. Genau. Aber war schon relativ laufintensiv auch das Spiel für uns. Bist auch viel gelaufen, muss man sagen. Ja, muss ich mal sagen. Nach dem 2-0 wirst du schon raus, so hat keinen Sinn mehr gemacht. Hey! Wieder Sports! Bravo! Der Mann sagt gerade zu mir, weil er kein Handy hat, ob ich gucken kann, wie es bei Fenner steht. Nein! Bitte geht nicht! Erstmal, Ali, großes Kompliment, wirklich. Danke. Du hast bestätigt das, was ich auf den Videos gesehen habe. Für mich bist du ein wahrer Captain. Danke, Bro. Tsubasa. Eine Ehre, von dem ich sein. Nein! Also, wirklich geiler Tag, geiles Spiel. Ihr werdet immer so ein paar Highlights sehen, aber der Tag ist noch nicht zu Ende, weil wenn Niklas Sommer in Berlin ist, geht's auch mal länger als 21 Uhr. Wir gehen jetzt, glaube ich, noch gemeinsam was essen. Wir haben probiert, mit jedem Bilder zu machen. Bloß, ihr müsst verstehen. Außer mit mir. Wir haben probiert, mit jedem Bilder zu machen. Am Ende gelingt es uns nicht, weil es echt viele Leute sind. Und das ist auch gar nicht böse gemeint. Aber ich zum Beispiel muss dann auch wieder zum Zug oder zum Flughafen. Und das ist halt dann so ein bisschen zeitlich begrenzt. Eli, wer hat den schlechtesten Haushalt? Ja, ich sehe es jetzt erst nicht. Achso, ich habe meine Haare noch. Ich habe davor meine Haare geschnitten. Na, super. Es ist jetzt kein Fantreffen, Eli ist trotzdem am Start. Ey, wie fandet ihr mein Spiel? Sehr gut. Das war ein bombastisches Spiel. Unser Erfolg. Rechts war alles. Rechts war. Du bist es. Die beide Seiten. Gute wir stehen übrigens hier an der Ampel. Ihr seid die Besten. Ja. Sydney hat nicht geschossen, ne? Hast du gehört? Sydney hat nicht geschossen. Ja, ich egal. Ja, wir sind. Eli wird mir das jetzt noch fünfmal vorwerfen. Okay, wir werden zählen. Es gibt einen Counter, aber nichts sagen, okay? Keiner sagt was. Der Presi hat eingeladen in die Presi-Suite. Sag den! Also ganz kurz, wir waren jetzt Besprechung, Spielbesprechung, Nachbesprechung. War super. Eli packt jetzt die Koffer und dann geht's nach Kos. Digga, ich muss. Nein, Koffer. Und wir holen noch und? Mani und Diego ab. Ja, gib uns mal eine Aufgabe für Mani und Diego. Digga, die muss auch richtig wichtig sein. Ja, das sind meine Kinder, ja, ich weiß. Ich werde Manfred so die Eier massieren. Ja, ich werde Manfred die Eier massieren. Mani ist ein verkuschelter Kater. Diego ist ein bisschen auf Abstand. Aber Manfred braucht das. Ich glaube, Manfred versteckt sich erstmal. Mani ist wirklich der sehr offen. Er wird sich erstmal verstecken. Der Mann braucht auch Kuscheln. Ey, ich werde für Manfred alles machen, solange er mir Kinder schenkt, ne? Das weißt du. Presi hinten, ne? Ja. Kommt sicherlich im Block. Kommt sicherlich im Block. Ich fahre G-Klasse. Nicht kommt, meine, aber ich fahre sie. Yes. Wenn das in den Block kommt, Devin, bist du gefeuert. Goodbye. Wir sind jetzt in der Zentrale. Hör mir zu, mein Bester. Die Dinger mache ich dir glatt und rund, ja? Und danach gehst du hier zu unserer kleinen Mami von dem und dann wird Bus gebaut, ja? Wir sind hier gerade beim Fan-Treffen. Mit Sydney. Wir sind sogar bei Eli zu Hause, aber. Und Diego, aber. Was nicht weiß. Yo, Eli. Wo
bleibst du, Eli? Wo bist du, Eli? Jungs, ihr bespricht gerade sicher, wer als erstes ran darf, ne? Macht das unter Männer aus. Immer dran denken, seid Brüder. Sagt den Anstellern nicht Tschüss, weil jetzt läuft ein ganz anderer Wind, ne, Männer? Guck, ich liebe das bei Frauen, wenn ich so... Ich hab so einen geilen Arsch. Ja, aber bei Frauen ist das... Ja. Ey, no cap, ne, du hast... Ja! So geil. Komm her. Give me that. So. Hast du nicht ganz gecheckt? Willkommen im Hexagon. Da gibt's zwei von denen. Ja, mach Meter. Ich? Jetzt hör mal zu. 7-mal habe ich diese Taschen in einem Blog gesehen und ich habe gerätselt wie ein Einzelschwör. Ich habe gesagt, Sidney hat mir eigentlich mal eine Tasche mitgebracht. Hey, we got something new from. You know, you say. LA is lit, man. Cool. Der hat gerade Katzenfutter im Mund. Geh weg! Ich will's gar nicht. Live in der Watch Party. Reason of High Ground unten. Gute Position. Pump nach lang. Guten Morgen! Lass mal was essen gehen. Ah, okay, Lomi jetzt. Lomi? Ja, Lomi, was willst du? Auf jeden Fall der beste Laden in Berlin, weil sie Vita-Welt haben. International. So, hier das. Ich nehme Avocado. We will see. We will see. Kurzes Update. Ich musste ganz kurz nach Hause taktisch aufs Klo. Ihr wisst nicht, wie sehr ich jetzt ein Geschäftsmeeting auf dem Klo habe. Danach geht's zum KDW. Sidney holt sich gerade einen Bubble Tea. Und dann sehen wir uns wieder. Wir machen jetzt einen Flip dahin. Oh. What's up? Wir sind jetzt am Würfelpark. Monte. Yo, Monte. Wo bist du? Wo bleibst du? Der hat einen getroffen, Alter. Echt? Leute, ich überlege die ganze Zeit, ob ich die Schuhe holen soll. Warum lachst du? Oh, okay, entweder ihr schreibt mal in die Kommentare. Ich würde den nehmen, Sidney will den. Sycamore right here, na, das Gucci Mucci, Bruder. Boah, das kommt geil. Guck mal, das Glitzer, Bro. Digga, 1,5 auch nur. Guck mal. 1,5 auch nur. Hä, ja, Bruder, safe. Also, mal großes Kompliment, der Louis. Nein, der Louis Store ist sick. Ja. Also, wir sind hier im Store. Wir gucken nur, wir kaufen nichts. Ja, ist ja so. Sagen wir auch so. Kommunizieren wir offen und ehrlich. Idee cool, Umsetzung schwer. So, Meter machen. Jetzt wäre recht abbiegen, aber geht es hier. Nee. Sidney, weißt du, wo er hin ist? Ja. Boah, macht man nicht. Oh, guck mal, wie er da ist. Ellie ist da drüber. Ja. Die Fracht. So, Freunde, das war der Berlin-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet coole Einblicke. War ein spontaner Vlog, einfach mal so aufgenommen. Wichtig, nicht vergessen. Liken, kommentieren. Und abonnieren, wenn ihr Lust habt. In diesem Sinne, 1, 1, 2, 2. Mr. Nice Guy ist so High School Musical American Pie.